Hallo, herzlich willkommen. Hier seid ihr bei einem ganz klassischen Urnenexperiment aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung gelandet. Und ich erkläre euch auf diesem Merkzettel, wie man mit Wahrscheinlichkeiten rechnet und wie es vor allen Dingen bei mit Zurücklegen funktioniert oder auch ohne Zurücklegen. Wir werden uns diese Urne hier anschauen mit den entsprechenden Kugeln da drin und werden zwei Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Einmal, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, drei blaue Kugeln zu ziehen und einmal die Wahrscheinlichkeit, jede Farbe genau einmal zu ziehen. Das heißt, wir starten überhaupt erstmal mit der Überlegung, wie groß ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Kugel überhaupt aus dieser Urne ziehen. Da es insgesamt 10 Kugeln sind, wäre die Wahrscheinlichkeit also 1/10. Da wir jetzt uns auf die blaue Kugel mal konzentrieren, ist es eben nicht 1/10, sondern da wir 5 blaue Kugeln haben, ist es eben 5/10. Ihr könnt das als 5/10 schreiben, ihr könnt aber auch genauso gut das jetzt schon kürzen und 1/2 schreiben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine rote Kugel zu ziehen? Das wären also 3/10. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine grüne Kugel zu ziehen? Das wären dann also 2/10 oder gekürzt 1/5. Gut, so viel erstmal vorweg, damit wir gleich für das Baumdiagramm es ein wenig einfacher haben. Denn wir wollen ja bei diesem Zufallsexperiment nicht nur einmal ziehen, sondern sogar dreimal ziehen. Man nennt das dann ein dreistufiges Zufallsexperiment. Gut, okay, dann starten wir also. Was kann passieren, wenn wir jetzt eine Kugel aus der Urne ziehen? Wir können also eine blaue, eine rote oder eine grüne ziehen. Da jetzt nur nach den blauen Kugeln gefragt ist, schreiben wir uns auch nur diesen einfachen Pfad auf, dass wir jetzt hier eine blaue Kugel ziehen, dann wieder eine blaue Kugel ziehen und dann wieder eine blaue Kugel ziehen. Jetzt machen wir das Ganze mit Zurücklegen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür bleibt immer gleich, denn wir legen die Kugel ja wieder zurück. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit beim ersten Mal sind es 5/10, beim zweiten Mal sind es 5/10 und beim dritten Mal sind es dann auch 5/10. Also ist die Wahrscheinlichkeit für blau, blau, blau 5/10 mal 5/10 mal 5/10 oder natürlich entsprechend 1/2 mal 1/2 mal 1/2. Das wäre dann also 1/8. Das wären 0,125 oder 12,5%. Wenn wir uns die zweite Frage anschauen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jede Farbe genau einmal zu ziehen? Dann nehmen wir auch das einfache Baumdiagramm. Wir können also zuerst blau ziehen. Dann können wir zum Beispiel rot ziehen. Und dann können wir zum Beispiel grün ziehen. Aber ihr habt bestimmt gemerkt, dass wir natürlich auch zuerst blau dann grün und dann rot ziehen können. Und genauso können wir natürlich auch erst rot ziehen. Das heißt, es gibt hier insgesamt 6 verschiedene Möglichkeiten, dass wir jeweils genau eine Farbe dann zu fassen haben.
Deswegen schreibe ich das jetzt einfach mal so auf, dass wir hier 6 Möglichkeiten haben. Manchmal ist es ein bisschen kompliziert, dann alle Pfade aufzuschreiben. Jeder Pfad hat aber in sich wieder die gleiche Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir können die Wahrscheinlichkeit, ob wir jetzt blau, rot, grün haben, ist also genau das gleiche, als wenn wir blau, grün, rot zum Beispiel ziehen. Gut, wie groß sind jetzt die Wahrscheinlichkeiten? Das heißt, für die blaue Kugel haben wir wieder die Möglichkeit 5/10 die Wahrscheinlichkeit. Für die rote Kugel sind es jetzt 3/10 und für die grüne Kugel sind es 2/10. Also müssen diese Wahrscheinlichkeiten jetzt einfach nur multipliziert werden. 5/10 mal 3/10 mal 2/10. Jetzt einfach Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Dann hätten wir hier 30 Tausendstel oder gekürzt 300stel. Das wären dann 0,03 oder 3%. Da wir jetzt ja 6 Möglichkeiten haben, wären das dann also 18% für die gesamte zweite Aufgabe. Das war mit zurücklegen. Dabei bleibt entscheidend, dass die Wahrscheinlichkeiten immer gleich groß bleiben, weil wir ja jede Kugel wieder zurücklegen. Wenn wir also jetzt ohne zurücklegen uns das überlegen, dann starten wir mit dem Baumdiagramm genau gleich. Also wir nehmen hier dieses Baumdiagramm. Wir können wieder das Vereinfachte nehmen. Aber was wir jetzt ändern müssen, sind natürlich jetzt die Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, die erste Wahrscheinlichkeit bleibt mit 5/10. Dann fehlt ja eine Kugel. Also wenn diese Kugel jetzt nicht mehr da ist, dann sind es ja beim nächsten Mal nur noch 4 blaue Kugeln bei insgesamt 9 Kugeln. Also ist die Wahrscheinlichkeit für diese blaue Kugel 4/9. Fehlt jetzt also diese Kugel und diese Kugel, sind nur noch 3 blaue Kugeln da von insgesamt 9 Kugeln. Also ist die Wahrscheinlichkeit 3/9. Natürlich könnt ihr hier auch entsprechend schon sofort kürzen. Dabei ergibt sich jetzt bei ohne zurücklegen die Wahrscheinlichkeit für blau, blau, blau 5/10 mal 4/9 mal 3/8 natürlich nur. Habt ihr vielleicht schon gemerkt? Drei Achtel, es sind ja nur noch 8 Kugeln da. Und je mehr ihr kürzt, desto besser ist es. Das heißt, hier können wir kürzen, hier können wir über Kreuz kürzen und hier können wir auch über Kreuz kürzen. Dann ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von 1/12. 1/12 könnt ihr dann ganz leicht in eine Dezimalzahl umwandeln. Das wären 0,08 Periode 3%. Erstmal nur die Kommazahl und jetzt dann noch 8, Periode 3%. Gut, das wäre also jetzt eine ganz andere Wahrscheinlichkeit. Diese Wahrscheinlichkeit ist niedriger. Warum? Weil wir natürlich weniger Kugeln dann zur Verfügung haben als vorher.
Jetzt können wir das Gleiche wieder hier mit diesem Baumdiagramm bestimmen. Da gibt es natürlich auch wieder unsere 6 Möglichkeiten. Und wir müssen nur aufpassen mit den Wahrscheinlichkeiten. Also, wir starten mit einer blauen Kugel. Die Wahrscheinlichkeit ist 5/10. Jetzt schauen wir, nehmen wir diese Kugel, legen wir jetzt nicht wieder zurück, sondern sie bleibt weg. Das betrifft natürlich jetzt nicht die roten Kugeln, aber in der Gesamtzahl haben wir natürlich eine Kugel weniger. Also ist die Wahrscheinlichkeit für eine rote Kugel, die vorher 3/10 war, jetzt nur noch 3/9. Jetzt fehlt diese Kugel und diese Kugel, also sind nur noch 8 Kugeln insgesamt da, aber 2 grüne Kugeln, also ist die Wahrscheinlichkeit für die grüne Kugel jetzt 2/8. Und bei den anderen Möglichkeiten natürlich entsprechend auch. Und wir haben wieder 6 Möglichkeiten, diese 3 Farben genau einmal nachher in der Hand zu haben. Also ist die Wahrscheinlichkeit, ich notiere es auch wieder hier nur für das erste Beispiel, für Blau, Rot und Grün ist jetzt also 5/10 mal 3/9 mal 2/8. Auch hier ist es geschickt, wenn wir kürzen. Das heißt, zum Beispiel können wir die 5 und die 10 ja kürzen mit 1 und 2. Und wir können die 2 und die 8 kürzen mit 1 und 4. Und wir können die 3 und die 9 kürzen mit 1 und 3. Und dann sieht man, diese Wahrscheinlichkeit ist hier 1/24. Das können wir genauso wieder in eine Dezimalzahl umwandeln. Dann sind das 0,041 Periode 6. Und entsprechend in eine Dezimalzahl, indem wir das Komma wieder um 2 Stellen verschieben. Also ist 4,1 Periode 6 Prozent. Gut, das sind die typischen Urnenexperimente, wo wir eine Urne haben mit entsprechend Kugeln und dann können wir die Wahrscheinlichkeiten für jede einzelne Kugel festlegen. Aber wir müssen natürlich dann immer aufpassen, ob wir mit Zurücklegen ziehen oder ob wir ohne Zurücklegen ziehen. Und dann können wir die Wahrscheinlichkeit entsprechend ausrechnen. Hier können wir noch ergänzen, mal 6 wäre also diese Wahrscheinlichkeit jetzt hier insgesamt 24%, wenn wir alle 6 Möglichkeiten noch betrachten. 25%, habe mich schon ja verschrieben. Ansonsten schreibt in meine Kommentare, wenn ich mich verrechnet habe, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das bemerkt. Okay, das war's. Euch viel Spaß.